I'm slipping when I'm out of town. They don't know the shooters all around. Told my mama I'ma make her proud. Then I went and told my bitch to hold it down. Cause I'ma come up. In the park, I walk them streets every night, in search of fiends every night, turning dreams to real life, like fuck what's wrong or right, that young black boy be selling white, just get up Bacardi, my friend, full of hollow tips, cops kryptonite, my folks ain't win no lottery, so free from what, for this robbery, but my son gotta eat, that's just how it's, obwohl es ist Freitag, ne? Moment, ich muss erstmal mein Overlay hier alles so. Können wir geht ja wieder einmal, ne? Du hast spätig, mein Freund. Aber da musst du gleich, ne? Ich bin gerade von der Arbeit gekommen, Mann. Ah, scheiße, Mann. After work is before work, würde ich sagen, oder? Bist du denn wenigstens fit, mein Freund? Ups. Also, das ist der Pool, wo ich gestern um mich. Du musst bis Freitag durcharbeiten, mein Freund. Ich hab jetzt, pass auf, diese Nacht frei, also heute 23 Uhr. Und da muss ich 9 Tage durchknüppeln, mein Freund. Dann sieht das bei mir jedes Mal aus. Ich hab keine Lust mehr. Ich bin echt am überlegen, irgendwo was anderes zu finden. Eigentlich, wir müssen uns umziehen. Geld kommt nicht von alleine, der sagt sowas, mein Freund. Guten Morgen, Two-Face, Mann. Give me her seat. Erstmal. Und ich habe ein SSD bestellt, mein Freund. Oh oh. Oh oh. Den Internet zeigt mir an, wir verlieren 4% Flames. Aber alles gut wieder. Ich habe ein SSD bestellt, da tue ich den GTA drauf. Der Kürzer hat gesagt, vielleicht schifft das mit meinem Harry Potter. Der soll am Montag kommen, Montag oder Dienstag. Chris Tate, mein Freund, schön, dass du da bist. Erstmal Cooper Simons repräsentieren. Sind das Cooper seine? Das mit den Bandanas aus. Holy shit, was mit meinem Internet los? Holy fuck, man. Ich hoffe, das lag nicht bei euch, Mann. Habt ihr Rooklands Trainer? Ich glaube, was stimmt da nicht. Also, Schaden auf 400 Euro. Onkel Exponent, mein Freund, wie geht's dir? Alles cool, Mann? So. Jetzt erstmal zum Hornsbonus.
The government's perfect to treat them. Stopp, nicht wieder denselben Fehler machen wie immer. Erstmal zum Suburban und ein Outfitter suchen, dann die Traitor. Klar, Mann, ist gar kein Problem. Machen wir die Musik ein bisschen leiser. So besser. Bei mir ist auch alles gut. Gerade von der Arbeit gekommen, jetzt geht's los, ein bisschen mit euch abhängen. Bitte schlafen, ich hab heute Abend frei, Mann, dann wird durchgezogen. What the fuck? Sweet Chili, Mann, schön, dass du da bist, Mann. Guten Morgen. Aha, fast geschafft, ja. Der Auto ist cool, Mann, lässt sich gut fahren. Boah, ich hoffe, wenn der SSD da ist, man, hört das auf mit den Ruckklass. So ist gut, das freut mich. Guten Morgen, Maya Papaya. Das ist ein guter Name. Und Fletcher, schön, dass du da bist. Schön, euch alle zu sehen, man. Was habt ihr heute so vor? Ich darf jetzt anziehen, was ich will, ne? Ist das gut, man. Lass uns mal schauen. Was geht ab, Stormy, man? Dynamite, mein Freund. Schön, dass du da bist. Oh, das ist cool für die Bolas, ne? Moin, Nike, Bruder. Jetzt sind wir erstmal 2 Stunden beschäftigt, mein Freund. 2 Stunden Outfit oder so. Bei mir dauert das immer lange. Also wenn ihr in der Zeit kurz eine Zeitmaschine erfinden wollt und dann in die Zukunft reisen, die Zeit habt ihr jetzt. Das ist der von Denver, den kann ich nicht anziehen. Gut, cool, das ist ein Deutschlandfahne drauf. Was geht ab, Nervous Fox, Mann? Da war ein Jacke, der war gut. Aber, nee, ich will kein Cold Jacke, das ist nicht der Rock in sein Stil, Mann. Aber den hat der Curtis an, ne? Den zieh ich nicht an. Und den gibt, ah, nee. Das hat der Rock in ganz am Anfang bei GTA Life an. So should I back towards going in, man? Weiß nicht. 226, erstmal merken, mein Freund. Genau, du kannst essen, duschen, Haus putzen gehen und deine Steuererklärung machen in der Zeit. Guck noch Herr der Ringe 1, 2, 3 und Star Wars den ganzen, dann ungefähr dann, ich bin fertig. Kann sein, beim letzten Film verpasst du. Bei den letzten 10 Minuten mach aus, dann kannst du kommen. Ja, Mann. Wo ich mit den Land Stress hatte, du kannst dich daran erinnern. Holy shit, Mann. Das waren nur Zeiten, Mann. Ist auch fett, Mann. Den hatten wir auch an. Ich hasse das. Klamotten. Das Schlimme ist, ich bin in echt auch so, ne? Ich stehe im Laden 15 Minuten, gucke ich mir ein T-Shirt an und dann sage ich, soll ich das kaufen oder nicht? Bin nicht zufrieden. Soll ich das einziehen?
Das war verdammt peinlich, als ich da umgekippt bin, Mann. Das war, weil irgendeiner hat hinter mir Baseballschläger gezogen. Und dann bin ich umgekippt. Weil ich hatte nicht mehr viel HP, mein Freund. Da waren nur diese Unrampe-Probleme so. Was habe ich gesagt? 2, was war das? 2-6, 2-4-6? Oder den anderen? Was war das überhaupt? Ich habe das schon wieder vergessen. Nee. War mir das eigentlich nur vor, da sind die Unwrap-Probleme bei Alternate viel heftiger als auf anderen Servern. Ich glaube, das ist am Anfang noch so. Also 2, 2, 6 oder das andere war irgendwo hier. Oder das wieder 1, 4, 4. Aber das hat der Shorty jetzt an, ne? Scheiße. Der hat mir das geklaut. Was geht ab? Guten Noctis. Alles gut bei dir, Noctis? Kaufen wir erstmal das. Pause. Kann ich weiter... Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Also kann ich die Hose sehen. Nee, das ist schwul, Mann. Das ist zu eng. Irgendwas Fettes, worauf mein Timberlands einziehen kann. Und ich glaube, das mit den Anfangs, mit den Unrampe-Problemen ist so ein Anfangsding. Das wird wieder besser. Aber man muss schon aufpassen, auf jeden Fall. Da hast du recht. Ja, was zieh ich jetzt an? Nee, das ist nicht gut. Kann ich mir nicht merken, aber stumm, also 1, 5, 6. Obwohl doch, 1 plus 5 ist 6. Also ich glaube 1, 5, 6 ist das. Danke Mutti, Mann. Oh, 69, lass mal küssen. Hallo und alle, die da sind, meine Freunde. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Freitag. Und das ist zu lang, Mann. Die ist zu kurz. Ja, ich muss sehen. Oh, Jamakush, was geht ab, Mann? 2 plus 6 gleich Schneemann. Richtig. Oder du kannst sagen, das ist der Kreis mit dem Gürtel. Guck, das ist der Kreis. Und wenn dein Gürtel anzieht, sieht er so aus. Mm.
den Rennstrecke mit den Gürtel, kannst du auch sagen. 1 plus 5 ist 6. So. Und jetzt nochmal hier gucken. Guck mal, ich bin Iron Man. Oder so, ich bin Iron Man, das ist gut. Ja, ich bin nicht so ein. Aber das passt auch nicht mal. Fuck, was mach ich jetzt? Das hat der Kurdi schon an, ne? Genau, den Achterbahn, kannst du auch sagen. Ich glaube, ich nehme dann den toten Kopf. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Warum denn Schande? Nur weil der Jamal das sagt. Der hat keine Ahnung. So, und jetzt den Timberlands kommen. Back to dem Gutstar. Wir haben jetzt Kohle, Mann. Wir sind reich. Dann brauchen wir noch einen neuen Maske. Ich glaube, den Outfit passt. Vielleicht ein Mütze, mal gucken. Und wenn wir das haben. Aber ich glaube, keine Mütze. Mützen waren alle scheiße, Mann. Wenn wir das haben, sind wir fertig. Dann können wir arbeiten gehen. Bei den Kräuterladen. Immerhin wollen wir sein Werkzeug ausleihen, ne? Einen guten Tag, Herr. Ne? Was auch immer. Teure Laden. Komplizierte Name. Was geht ab, Mister? Hat er den gleichen. Ah, nein, der hat Kopfhörer. Habt ihr gesehen? Der hat den Kopfhörer. Oh, der hat auch so eine Kette. Hm, das ist vielleicht schon besser. Ohne den toten Kopf. Das sind Krawatten. Die passen nicht. Na, guck mal, die haben einen Schal, Mann. Holy fuck. Ich glaube, wir kaufen uns eine teure Kette, ne? Für $160. Weil wir sind reich, Mann. Guten Morgen, Wolf. Was geht ab, Mann? Hoffentlich schaut dein Chef nicht auf den Kilometerzähler. Wenn er dein Fuhren mit den Kilometern schon verrechnet, also verkackt. Das ist wahr, Mann. Ich sag einfach, ich muss deinen Umweg mal. Die Straße war gesperrt. Tut mir leid, Chef. So viele Krawatte. Der ist gut. Der sieht aus wie weiße Gold. Und jetzt? Jetzt ist nur Anzughose so, ne? Weiß eigentlich immer, warum man die Boulder so selten sieht, spielen die nicht oder treffen die Leute, denen ich zusehe, die einfach nicht. Die spielen schon, doch. Aber ich glaube, du siehst die noch nicht. Fuck, ich muss erst die Schuhe kaufen. Reference glaube ich nicht. Sticky ist Urlaub, Tulof ist fast nur am Farmen. Ja, man, Tulof Farm glaube ich. Holy fuck, die passen auf den einen T-Shirt. Richtig gut, ich muss mir den merken. Das darf keiner malen, bevor ich das mal. Weiße Jordans? Ne. Will wieder back zu den Teambalance, mein Freund. Zeit im Office und. Also sitze, ich hab Zeit gelesen, holy fuck man. Sitze im Office und gucke diesen Rack ihm zu, yo. Was geht ab, man? Hallo an deinen Chef im Office.
Schön, dass du da bist, mein Freund. Ich hoffe, du hast einen entspannten Freitag. Da sind die Timbalets. Die sind fett. Weiß ist zu wenig weiß. Boah, Rot ist so fett, ne? Holy fuck, sehen die gut aus, Mann. Die hätte ich so gerne in Real Life, mein Freunde. Holy fuck. Ich muss nachher kurz den Streamer machen, mir ein Kloppen auf die Schuhe hier. Schwarz ist gut. Den Grau ist nicht so geil. Nehmen wir den Schwarzen. Guten Morgen, Kate. Ich hoffe, dir geht's gut. Hoffen. Jetzt den Hosen. Hokulo Brinkmann, wie geht's dir, mein Freund? Mir geht's gut. Aber mein Fuß ist ein bisschen da weg, ne? Scheiße, ich kann den Hosen nicht nehmen. Fuck den. Den Beine sind zu kurz, Mann. Geil, dann bleiben wir so. Ja, wieso Landmine? Ich hab das auch nicht verstanden. Ute Shop. Nee, nicht Ute Shop. Mars geshoppt. Gleich mal den Tank ausprobieren, ne? Ich habe noch nicht getankt in diesem Spiel. Langsam wird Zeit, mal mein Auto zu tanken. Einfach so, um zu gucken. Hoffentlich ist der Ländchen nicht um die Ecke, wie letztem. Der Pizza hat die Waffe gezogen, habt ihr das gesehen? Bist du auf Rang 2, Jamar, schon? Du Pizza? Oder meinst du, ich mal heute Rang 2? Du machst heute fertig? Wie oft muss man überhaupt, Mann? Holy fuck. Ist das lange? Hab ich das heute auch noch? Was geht ab mit der Sportmaske? Ich sehe aus wie Jamar jetzt. Okay, jetzt sehe ich aus wie Jamar. Nein, jetzt sehe ich aus wie Jamar. Tut mir leid, ich habe mich vertan. Der Black Santa Claus, der ist auch cool, ne? Der Schneemann. Den Hockey-Masken finde ich langweilig. Das ist der Hoodwatcher. Holy fuck, man. Ne, das kommt, glaube ich, erst mit Rang 3, wenn du den Job auf Maximum hast. Weil du dann den Werkzeug bekommst, um oben bei den Cannabis das zu machen. Ich finde die Maske so geil, ne? Oh, ich hab zu fette Backen, das würde so ein Ding anziehen hier so. Police Crime Scene, do not cross. Aber meine Backen sind leider zu fett. Ja, das soll noch richtig lange dauern, ne, mit dem.
Ne, ja, den Typ ist auch langweilig. Außer den Typ hier. Ich hab mir schwarz angemalt, der Kämmschweine. Guck mal, das ist den Kurt, diese Maske. Wie genau das funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Der ist auch cool, ne? Eigentlich so. Der ist low, weil der ist zu lang. Scheiße, man sieht meinen Hals. So ein Clown ist auch krass. Das passt nicht zu Rocky in seinem Charakter. Ja, dann können die sich endlich was zum Rauchen kaufen. Dann kommen die mal ein bisschen runter hier. Der letzte einholen. Ich glaube, ich nehme den Maske. Oder? Das ist den Jazz Maske. Ne, ich nehm den Dings. Den Hood-T-Shirt. Ja, scheiße, du hast den Socke. Den Zucker da. Der passt am besten zu Rakim. Auf geht's. Wir sind ready. Ah nein, nicht ganz. Aber danke später. Also natürlich, so kann man das auch machen. So, wir sind bereit. Soll ich noch für einen Müll zu gucken? Ja komm, ich guck schnell. Auch wenn ich meine Haare mag. Wo ne, dann sieht den Socken nicht mehr gut aus. Scheiß auf die Mütze. Bei Stunden können wir noch machen, mein Freund. Bis 12 Uhr, aber dann ist Feierabend. Dann muss der Rockin schlafen gehen. Ich würde sagen, beim Autofahren erstmal ein Bier aufmachen. Sonst macht das Autofahren keinen Spaß mehr. Vielen Dank für dein Follow, mein Freund. Wir kommen in der Grove Street. Ich hoffe, du hattest einen entspannten Freitag bis. Ja man, ich hab heute Abend Freimuchi, man. Komplett eskalieren. Aus Würfelzeichen Arbeit, mein Freund. Vielen Dank, Muchi, man.
Du bist so schnell, Motherfucker. Ich hätte gar nicht sagen müssen, ne? Wir sind fast da. Glaubst du besser den Geld weg, oder? Was geht ab, Goofy? Ich hätte Arbeit falsch geschrieben. Ja, weil du nicht weißt, wie man Arbeit schreibt, Mann. Du warst ja noch nie Arbeit, Motherfucker. Komm, wir essen heute mal 2 Hot Dogs. Trinken wir erstmal was. Wenn du mal nicht am Lurken bist, das ist das Problem, Mann. Du bist ein Lurker. Luca, Microphone Murder. Come into your house while you're shitting to disturb ya. Was ist damit mein... Holy shit, wie sieht denn mein Dings aus? Was soll denn der Scheiß? War mal wieder normal, jo? Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich kenne das mit dem Batman. Das ist mir ein bekanntes Problem, weil ich habe ein Wasserbett, Motherfucker, mit Heizung. Oh, das ist geil. Was geht ab, Bergion? Mein Freund. BC, Mann. Wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen entspannten Freitag. Schön, dass ihr so früh schon am Start seid, Motherfuckers. Castro! Gerade aufgewacht. Holy shit, das ist gut, Mann. So genießt man den Leben. Ich bin eben von der Arbeit gekommen. Und jetzt bin ich mit euch, ihr hübschen kleinen Schanden. Also geht's mir auch gut. Auf was ausgerutscht auf den Schleimspur gerade. Biggie Smalls ist der illest. Habt ihr das gehört, Motherfucker? Das war die hundertprozentige pure Wahrheit. Das war so rein wahr, wenn man das in eine Lüge rein tut, ein Tropfen, hebt das den sofort auf den Qualität von einer Wahrheit. Gurke, Schande! Du bist gerade jetzt aufgestanden. Ich bin so ein Langschläfer. Ein Verkater. Also gestern zu viel getrunken.
Aber es geht ab wie Tracks, mein Freund. Schön, dass du da bist. Du kommst auch immer öfter, ne? Schön, dich hier zu sehen. Falls vorbeigefahren. Ich hab heute zum Glück frei. Ich hab morgen frei. Beziehungsweise heute Nacht. Also eigentlich auch heute, ne? Ja. Doch, ich hab auch heute frei, kann man sagen. Get Rich or Die Trying. Letztens zum ersten Mal gesehen. Fand den Mies gut. Ganz ehrlich. Ich hab den Film nicht gesehen, Mucci. Ich hab den nicht geguckt. Und soll ich dir noch was sagen? Ich hab NWA nicht geguckt. Und soll ich dir noch was sagen? Ich hab All Eyes on Me nicht geguckt. Und soll ich dir sagen, warum? All Eyes on Me, ich finde, der Schauspieler sieht gar nicht aus wie Tupac. Habt ihr mal seine Backen gesehen, Mann? Der sieht aus wie ein Tupac, der, keine Ahnung, Backenzahnentzündung hat, ho? Und NWA hat mich nicht gereizt. Weiß nicht warum. Fand ich irgendwie nicht so prickelnd, den Film. Der einzige richtige Film davon, den ich geguckt habe, Mann, das war der von Biggie, Mann. Und das ist der motherfucking geilste Film auf der ganzen Welt. Ne, ich guck die alle noch, NWA und so. Aber die stehen nicht weit oben auf meiner Liste irgendwie. Keine Ahnung warum. Mir gefällt das nicht. Aber 8 Mile habe ich geguckt, ja. Den habe ich wirklich geguckt. Wer sind alles da, Mann? Der Chris ist da, Mann. Hey, das ist anonym Alkoholiker. Ne, so, ist ja nicht mehr anonym. Bekannter Alkoholiker. Was jetzt? Was geht, Mann? Alles gut bei dir, mein Freund? Nix, Mann. Arbeiten. Okay, so kann man auch antworten auf die Frage, alles gut bei dir? Ich hab dich nicht verstanden eben, Mann. Du warst zu leise wahrscheinlich. Warte mal, ich komm zu dir. Ich hab irgendwie die Hälfte nur verstanden. Was geht, Mann? Ja, nicht viel, ja. Ich sammle ein paar hier Teekräuter so. Ja, okay, ich auch. Sag mal, hat der dir schon gesagt, wann der dir den Werkzeug ausleiht? Nee, Mann, hat er nicht. Wie viel bist du schon gefahren, Mann? Ich glaube, ich bin erst 4 Mal für den gefahren, Mann. Aber wenn der auf meinen Kilometerstand guckt, dann schlägt der mich kaputt. Okay, verstehe. Das ist die Karander, werde ich benutzt. Ja, Mann. Hab ich auch getan am Anfang. Ich hab versucht so damit. Dann prügelt er dich irgendwann, der Typ. Ich bin Damien, Mann. Wer bist du? Mein Name ist Rakim, Bruder. Okay. Ja, ich bin aber auch schon voll. Man sieht sich bestimmt eh gleich nochmal, ne? Ja, Mann, unten. Gehst du auch bei der Frau hier vorne? Oder fällst du woanders hin? Ja, zu dieser Dicken da hinten. Ja, Mann. Ich spiel dir immer ein bisschen an die Möpse, Mann. Du auch? Wie, du auch? Ich glaub, du bist nicht der Einzige. Das Gefühl habe ich auch manchmal. Manchmal ist sie voll wund da unten. Ja? Ja, ich glaube, die hat mehrere. Ich glaube auch, Mann. Also, wir sehen uns. Hau rein. Bis dann, Damien. Die Kate ist ein alkoholisierter Anonymer. Was geht ab, Racing Team Oberwiese? Was ist das für ein Name? Machst du auch so Streams? Ist das wegen dem Stream der Name? Dafür muss ich Samstag arbeiten. Von warm bis warm, Bruder. Horst Broad Surfer, guten Morgen, mein Freund. Hier kommt der Nächste. Auf How Modu Pizza, was geht ab, Mann? Schön, dass du da bist. Kuss. Ja, Mann, Tom und Jerry ist der Shit. Kulu Cloud. Ich kenne den gar nicht, diesen Damien. Nie getroffen. Sony QQ, was geht ab?
Der pinke, der gelbe, Mann. Aber jeder weiß, der gelbe ist ein Fromo. Fünf bis 19 Uhr ganze Samstag am Arsch. Naja, samstags 19 Uhr, da geht der Party durch los, Mann. Ja, was heißt früh auf, Mann? Motherfucker, ich komm grad von der Arbeit. Bin schon ein bisschen länger, wa? Aber ich weiß, was du damit sagen willst. Und wir kommen in den Stream. Da guck, der Bacardi, der hat mehr Probleme. Der Gelbe war ein Frau, Mann. Kein Asiate. Asiaten sind gelb, aber wir reden von gelben Power Rangers. Echt? Willst du wirklich Rasenmäher rennen? Holy fuck, man. Gibt es davon Videos? Wie läuft das ab? Holy shit. Kann ich da auch mit meinem Rasenmäher? Ich habe ein Kettgar. Ist das erlaubt? Bacardi hat gewonnen. Ja, sag ich doch. Bei denen ist der Samstag. Wenn du in dieser Zeit musst, am nächsten Woche wieder arbeiten. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt 9 Tage am Stück arbeiten. Holy fuck, ich habe keine Ahnung, wie und wann ich streamen soll. Ob ich abends streame, ob ich morgens streame. Wenn ich Pech habe, fällt der Stream komplett weg, meine Freunde. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das machen soll. Ich bin keine Zeit. Vielen Dank, Mucci. Rasenmäher, sind das diese Aufsitzrasenmäher oder so einen zum Schieben, wo man musste dann schnell laufen? Oder wer am schnellsten das... Ist das so ein Wettrennen oder ist das, wer am schnellsten den Wiese weg hat? Sind das dann so kleine Turniere oder ist das schon größer? Ich habe davon noch nie gehört, Mann. Das klingt auf jeden Fall interessant. Seit ungefähr 6 Jahren, mein Freund, mach ich Epi. Zusammen mit Curtis übrigens. Der Demba war damals auch schon dabei. Den kenne ich jetzt schon. Holy fuck, Mann. Ich kenne den Demba bestimmt schon 12, 13 Jahre. Kompin locker. Holy fuck, wie lange ich den schon kenne, den Pizza. David, was geht ab, mein Freund? Wenn die 9 Tage um sind, wohnen schon alle deine Jungs in den Winewood Hills und du bist alleine in der Grove, Mann. Ach was, ich schnur mich durch die Pizza. Bin der kleine Kuchen. Ich bin, glaube ich, der Jüngste in der Grove, ne? Ich hoffe, die machen das nicht so ein Mobbing. Dass sie mich ausnutzen, deswegen. Aber ich lasse mir nichts sagen. Guten Morgen, große Danger. Was geht ab, mein Freund? Alles gut bei dir? Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Freitagmorgen. Das hat mich fertig. Go from Gegenstand rein. Aber ich glaube, der Gift ist älter als ich. Ich weiß nicht, wie alt der ist. Der Rakin ist 20 Jahre alt. Ups. Ich war ja bei GTA Live, war ich glaube ich älter wie der Curtis. Aber so wie sich den ganzen RP entwickelt hat und weil ich nie Zeit hatte, irgendwie da zu sein. Ups. Hab ich mir gesagt, das macht keinen Sinn. Schon mal den Curtis wie den älteren Bruder. War mich jünger als der Curtis.
dann kann ich schon mal sagen, die Mama hat gesagt, du sollst mich mitnehmen. Auch wenn ich nie da bin, du musst mich mitnehmen. Und das ist der Kürtis halt, ne? Der ältere, klugere Bruder ist. Das macht einfach mehr Sinn. Sonst hätte ich mich älter gemacht. Und der Kurtis wusste das erst nicht, aber der weiß das jetzt. Der wusste nicht mal, wann sein Bruder Geburtstag hat. Stell dir das mal vor, Mann. Am Frühstücken lass dir schmecken, Mann. Auf sitzt Rasenmäher. Auf ein Stoppelacker. Was ist ein Stoppelacker? Ich kenne das nicht, Mann. Ich bin aus der Großstadt, Motherfucker. Bei uns gibt's Kühe nur in der Tiefkühltruhe, mein Freund. Was geht ab, Mann? Arbeit. War so viel Arbeit oder Zeitarbeit? Vielleicht auch nur Zeitarbeit, man weiß es doch. Mal schauen. Und wie sagt's denn? Führen. Ich muss mir mal seinen Ausweis zeigen lassen. Wie lange arbeitest du schon bei den Frau? Seit vorgestern Nacht. Wo geht es danach? Bist du schon oft für die Tee gemacht? Ja, Brösel nur Tee an sich. Ich würde ja gerne Beutel können, aber es geht nicht. Muss erst befördert werden. Aber der Chef ist ein bisschen streng nur. Ja, der hat mir mal geschlagen. Hat der? Ja. Keine Ahnung, ich habe so einen Vase zerdeppert in seinem Büro, der meinte irgendwas von einem Ming-Vase. Keine Ahnung, was er labert, Mann. Ming-Vasen sind teuer. Quatsch, Mann, das ist nur ein bisschen Porzellan. Bei uns an den Flohmarkt, an den Garagen-Flohmarkt gibt es das immer für $20. Das soll sich nicht aufregen. Das ist schnell einer gekauft und dann hingestellt, dann wäre es vielleicht nicht aufgefallen. Ne, der hat ja gesehen, wie ich ihn kaputt geschlagen habe. Ich habe meinen Bruce Lee-Trick geübt. Aber ist schief gegangen. Ne, ich lasse dich mal wieder. Ne, ich kann kein Kung Fu. Ich wollte üben. Ich kann dir mal zeigen, was ich kann. Pass auf. Bisschen Abstand halten, das ist gefährlich. Ja. Hey, ja. Ich muss nur aufpassen. Ja, aber ich muss aufpassen. Eine Stunde. Da geht aber ein bisschen mehr, oder? Quatsch, Mann. Ich hab bestimmt in 20 Minuten den schwarzen Gürtel. Warte. Oh, gut. Bin mal gespannt. Den kaufe ich mir einfach bei Pons. Boah, dieser eine da oben, der teure Laden, Mann. Okay. Na gut, ich lasse dich wieder alleine. Ich muss weiterfahren, sonst kriege ich Ärger. Ja, viel Spaß noch. Bis dann. Was ist Ernte? Bei uns gibt es den Gemüse nur in Tiefkühltruhe. Nein. Nennt sich ein abgeerntetes Feld Stoppelacker? Sagt ein verleerer Feld oder so. Oder Feld. Falsche Richtung. Okay, 50 bis 60 kam also gesagt, ne? Sind da noch den Blätter drunter, diesen Rasierklinge, dass wenn einer runterfällt, dass man sich verletzen kann, oder ist das so ein auf Sicherheitsmodus? Schon mal ein Kopf abgeflogen? Oder werden die getunt? Extra davor. Hast du Rennstreifen auf den Rasenmäher, Mann? Was geht ab, Gecko, mein Freund? Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, auch du hattest einen entspannten Freitagvormittag, mein Freund. Warte mal.
Muss mal gerade was nachgucken. Bestimmt was. Nee, das geht so nicht. Trinken und den essen. Warum sieht man das jedes Mal? Jetzt sieht man gar nichts mehr, ne? Von den Kreis. Nicht, dass ich hier schon mit, mein Freund. Ich möchte das nicht. Das soll euch überraschen. Das freut mich, Gecko. Und was steht heute noch so an bei dir? Kann man das schaffen, da zu springen? Ich glaube aber nur von der Seite hier, ne? Und das ist ein bisschen riskant. Ich hab Angst. Ich mach das jetzt besser nicht. Ich hab Geld dabei. Was geh ich? Apps. Ich bin bis ungefähr 12 Uhr mache ich vor euch einen kleinen guten Morgenstream, mein Freund. Da muss ich noch eine Kleinigkeit erledigen und schlafen, dass ich heute Abend wieder an den Start gehen kann. Hukulu Senatix, mein Freund. Eine wunderschöne gute Morgen. Oh. Muss ja mein Auto noch abholen. Also im war das im Baugarage. Im Bau. Ich muss nur noch ein bisschen was hier und da mache ich nichts Besonderes. Also frei heute, so heute den ganzen Tag Zeit, mein Freund. Was geht, was geht, was geht? Hey, Hanna, du kleine wunderschöne Schande. Du Sohn deiner Eltern. Oder Tochter deiner Eltern. Je nachdem. Oder beides, ich weiß nicht. Was geht aber, Alkesh? Guten Morgen, mein Freund. Da wird ordentlich was lang gemacht. Sohn? Bist du der Sohn deiner Eltern? Also gerade gesagt, meine Mama riecht nach Salz, Motherfucker. Na und deine Koch mit Wasser. Wird da nur den PS getunt oder wird der komplett modifiziert? Also, so kleine Schnickschnack-Tuning oder komplett holy fuck Umbau des Grounds Höhlenmaschine? Das ist der Kräuterjob, um später Cannabis zu meinen. Und einen wunderschönen guten Morgen nebenbei, Sir David. Schön, dass du da bist. Ich will, dass Montag oder Dienstag ist, dann kommt die SSD, Mann. Dann hoffe ich, dass das besser wird. Bisschen mehr FPS. Der Kürtis meint, vielleicht liegt das daran, dass er nicht so schnell laden kann. Mehr Motorleistung, versteckte Rasen. Ist quasi ein Kart für den Acker. Das klingt auf jeden Fall witzig, Mann. So. Ja, wollen wir mal gucken, was denn da so lösen drauf hat. Ja, das ist ein Benziner. Ich hoffe doch, dass du ein Benziner bist, du böse Auto. Sonst habe ich ein Problem. Vielen Dank für den lieben Worte, Headhunter. Das freut mich, dass es dir meinen Streams gefallen hat. Obwohl ich so ein Tote bin. Hat der das vom Konto abgebucht?
Ich hab kein Geld abgeben müssen. Aber das ist gut mit den Tanken so. Nicht einfach dran fahren, in den Auto sitzen bleiben, nee, hey, aussteigen und den Tankhahn reinmachen. Baba Marley, was geht ab, Mann? Bucht vom Konto ab, alles klar, Mann, korrekt. Hätten wir das auch schon mal geklärt? Ich weiß nicht, ob man den Rang von seinem Job überhaupt sehen kann. Ich hoffe, dass das nicht geht. Weil das dann Sache der Spieler ist, das rauszufinden. Ich fände das cooler, wenn man das nicht weiß. Aber kann sein, dass das irgendwo gibt und ich weiß nur nicht wo. Guck mal, die ist wieder da. Guten Morgen. Da bist du ja schon wieder. Da bin ich schon wieder, ne? Hakim, wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Auch gut. Arbeitest du fleißig immer? Ja, ich habe gerade eben angefangen. Oh. Ich glaube, ich habe eine Fehlentscheidung gemacht. Warum? Was hast du ich gemacht? Ich habe Kräuter, also wie gesagt, ich bin allergisch, glaube ich. Ich habe irgendwie Ausschlag bekommen an den Händen, guck mal. Ich glaube, das ist weil. Ich kann keine Teebeutel mehr machen. Gar keine? Nein. Geht nicht, guck. Und was machst du jetzt? Ja, also ich meine, Salz ist ein bisschen desinfizierend, ne? Ich werde jetzt mal Salz gehen. Aber du musst aufpassen, wenn das aufgeht an deinen Händen und dein Salz reinkommt, das tut richtig weh. Das hat der Gutes mit mir mal gemacht. Oh, nee, eklig. Doch, und in meine Nase hat der Zitronen reingesteckt, als ich geschlafen habe. Nein, echt? Der hat gesagt, du hast große Nasenlöcher. Das ist ja eklig. Hallöchen, Isabel. Du hast einen Strähne an deinen Kopf. Kannst du die mal wegwischen? Ja. Guck mal, Isabel. Ich genau, jetzt ist das wieder hinterm Ohr. Ich habe einen Ausschlag auf die Kräuter. Ich muss jetzt ich muss jetzt Salz machen. Siehst du? Ich bin sofort wieder da. Ja. Der Herr hat mir gerade mal die Geschichte von dem hier anhören, der hat mir das gerade erzählt. Ja. Ja, der sieht eh aus wie so ein ich wusste doch, sie sind ein schmieriger Autoverkäufer, der die komischen Karten an die Gebrauchtwagen dran heftet. Pfui, schämen Sie sich. Der hat mich mal geschlagen. Echt jetzt? Ja. Bäh, mit dem abgeranzten Ding da. Lachen Sie nicht so blöd. Guck mal, wie der guckt. Guck mal. Ja, Rakim, weißt du, wie der guckt? Das habe ich ihm eh schon gesagt. Der sieht aus wie der Carlo von Goofy und Max, Mann. Ja, das stimmt auch. Aber der lacht so, ne? Als würde der dir einen Gebrauchtwagen verkaufen und wissen, dass in 2 Wochen sowieso der Motor kaputt ist, ne? So, Und der hat eine eigene Werkstatt, wo du den reparieren kannst. Und dann baut der kaputte Teile da ein. Ja, so sieht der aus. Und schneidet den Bremsschläuche durch. Wirklich, eklig ist der. Pfui, schämen Sie sich. Den geschlagen. Der hat den geschlagen. Ja. Ja, sei froh, dass du hier weg bist. Ja, das ich sowieso. Ich bin wirklich, also, ne? Ich muss weiterfahren, sonst krieg ich wieder Prügel. Mach das, Rocky. Ich bin immer verprügelt von dir. Was geht ab, Bob? Und so ist sie wie mein Freund. Ich hoffe, du hast einen schönen, guten Freitagmorgen, Opa. Und hast dein Gebiss diesmal beim ersten Mal in den Mund gekriegt. Also, ich hab irgendwas. Krieg mal ein größeres Fahrzeug. Weiß nicht, vielleicht. Ich bin noch nicht auf Level 2 gesehen oder gewesen. Kann man Level sagen? Ja, ne? Also ich durfte noch kein Teebeutel-Fabrik herstellen. Welche Aktie meinst du? Was habe ich gesagt? Mir geht es sehr gut, Sweet Stevie, Mann. Wie geht es dir, mein Freund? Warte mal.
Stopp, fast vergessen. Also ich kann gucken, ob der das auch richtig abgebucht hat hier. Nicht, dass er zu viel abgebucht hat, den Tankstelle. $72 Pass. Es geht. Das fühlt sich nicht gut an, mein Freund. Ja. Oh, Schulter kaputt, das Scheiße. Was hast du gemacht? Guter Scheiße, Motherfucker. Je nachdem, was du hast, kannst du gar nichts mehr machen. Also, was geht ab, Opa? Oh! Bisubah, ich klaff mal. Direkt, ich krieg Gänsehaut deinen ganzen Körper. Hör mir auf mit Sehnen, Motherfucker. Holy shit, man. Ich hab mir mal beim Fußball, ne? Bei meinem Fuß alle Bänder und den Kapsel gerissen. Dann bin ich dann zum Krankenhaus zu Fuß gelaufen. Und dann haben die einen Ultraschall gemacht. Dann kam der Chefarzt da rein von den Operationssaal, hat auf diesen Fuß geguckt und hat dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, wir operieren seit 10 Jahren keine Bänderrisse mehr, aber ihr Bänderriss wird operiert. Weil man soll Bänder nicht operieren, wenn die von selber zusammenwachsen, dann ist es besser. Dann sind die belastbarer. Du bist müde. Am Opa ist müde, Mann. Kann ich das hier abstellen lassen? Kurz. Um mein Auto zu holen, bestimmt, ne? Was geht ab, Razor? Und Flo, Mann. Schön, euch zu sehen. Dragon Ghoul Lucy ist da. $100 nur. Das ist ja sportbillig. Was geht ab, Vidid? Ich glaub dir, dass ich das hier anfühlt, mein Freund. Piplo. Oder ist das Pueplo? Falls wie der Tabak. Nur mit einem P, mein Freund. Au, au. Na, na, na. Kaputt ist immer ungut, da sagst du was. Was ist denn gewesen? Wer hat das geschafft, Mann? Muss ich ja richtig Gas gegeben haben, mein Freund. So. Jetzt muss ich tanken. Gucken wir mal kurz in den Fahrzeugschein rein. Was ist der Tank? Kann man das sehen? Ja. Der Tank Benzin und irgendwer drehte mal meinen Kilometerstand zurück. Das ist gut, kann ich den teurer verkaufen. Na, am Ende ist Pueblo viel zu krummelig, da sagst du was. Wäre auch noch mich in 2K17, du sagst. Holy shit, ich sag nix. Ich hab keine Ahnung davon, ich weiß nicht wovon du sprichst, mein Freund. Psychedelic. Eine Forbes-Liste. Ich kann dir direkt sagen, wer richtig fleißig war. Der Jamarmann. Der Typ, der arbeitet wie ein Tier. Was geht ab, Sascha, mein Freund. Ja,
$2000 geknackt, meine Freunde. Juhu! Ja, ich fahre das in den Garage rein und dann muss ich zum Import laufen. Mein Auto wiederholen und dann fahren wir wieder hoch zu Kräuterfeld. So, das ist der Plan und das wird jetzt gemacht. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Bisschen mit Bein ist eingeschlafen. Oh, das du. Rauchen ist nicht gut. Ich habe mit Zigaretten aufgehört, mein Freund. Und ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Bin jetzt seit ein Jahr rauche ich keine Zigarette mehr. Kann das jedem empfehlen, aber jeder muss selber wissen, was er macht. Ich bin keiner, der sagt, du musst aufhören zu rauchen, das ist ungesund. Full mit Starman, schön dich zu sehen. Was geht ab, mein Freund? Dein Kopf raucht? Wovon denn? Machst du zu viel Hausaufgabe vielleicht? Musst du ein bisschen öfter in die Schule schwänzen, dann hast du keinen Kopfrauchen mehr. Hier kannst du so dumme Witze bringen, wie du möchtest. Mich stört das nicht. Und danke schön, Bergjun. Ich bin auch stolz auf mich, Mann, dass ich aufgehört habe. Das Ding war bei mir, that ich bin hingegangen irgendwann und habe gesagt, holy shit, man. Ich verhau so viel Kohle für den Scheiß. Hör jetzt einfach auf. Und ich war mir 100% sicher, ich habe mir geschworen, ich mache das nicht mehr, ich brauche nicht mehr Zigarette. Der Anfang war schwer. Mein Kopf, jedes Mal, wenn ich eine Zigarette rauchen wollte, gesagt, nein, ich rauche nicht. Und was ich gemacht habe, ich weiß nicht, aber mir hat das geholfen auch. Ich habe mir eine Packung Zigaretten gekauft. Mein Standardpackung, das was ich immer gekauft habe, Mann. Und habe mir das auf mein Zimmer, auf so ein Regal draufgelegt. Oben auf ein Regal. Das ist schon, was mich bewegen muss, dass das nicht einfach so da liegt. Und dass ich weiß, wenn ich wirklich 100% ganz dringend unbedingt eine Zigarette rauchen will, dann rauche ich eine, aber nur eine. Und ich bin an dieser Packung nie dran gegangen. Aber zu wissen, dass wenn ich will, immer eine Zigarette da ist, hat mich auch immer ein bisschen beruhigt so. Und dann nach den ersten Woche war es einfach. Ich glaube, die zweite Woche, der Anfang war auch noch schwer, aber dann war easy. Easy peasy going, man. Wenn du aufhören willst zu rauchen, dann musst du im Kopf anfangen. Und du musst da wirklich ganz fest vorne. Du musst es wirklich wollen, sonst klappt das nicht. Und das ist die Scheiße an Zigaretten. Man denkt sich auch immer, also ich habe immer gedacht so, warum soll ich aufhören? Ich kann aufhören, wenn ich will. Aber war nicht so, bis ich dann wirklich irgendwann wirklich aufgehört habe. Bücherhalter und Geld. Buchhalterin. Rechnen und Geld kriegen, schade, rechnen kann ich nicht. Kann ich den Geld trotzdem bekommen? Was ist das? Oben steht voll viel Freunde, aber das funktioniert nicht. Bei mir ruckelt das. Ich hoffe so, dass Curtis Rush hat mit den SSD, Mann. Ich habe mir extra einen gekauft jetzt. Gute Selbstbeherrschung, da sagst du was, Mann.
habe nie angefangen, teuer, kein Effekt, stinkt. Das ist sehr, sehr, sehr vernünftig, Jani Boy. Ich habe damals angefangen, weil ich dachte, ich bin ein kleiner Pisser. Ich war in der Pubertät, Mann. Ich dachte, ich bin ein Rebell. Motherfucker, ich rauche einfach. Ja. Und dann, ein paar Jahre später, habe ich es bereut. Bleib stark, Opa, Mann, du schaffst das. Was geht ab, Stoke? Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Freitagmorgen. Kaiser Verus, mein Freund. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen. So wie jeder angefangen hat. Ja, viele haben so angefangen. Ne? Manche Gruppen sagen so, oh, alle meine Freunde rauchen. Ich war so ein Pisser. Meine Mama, die hasst Rauchen. Die hasst das, wirklich. Ich kann das auf den Tod nicht ausstehen. Und ich hab mir gedacht, ich wische dir eins aus. Rauch einfach. Jungs halt, ne? So, rückblickend betrachtet, waren die richtig coolen wirklich, die nicht rauchen. Was geht ab, Schodi? Also gut, du kleine hübsche Schande. Ja, das waren fast alle Schulen so, ne? Die coolen Kids, die rauchen, die geben einen Fick auf die Regeln. Damals war man noch jung und unerfahren. Ja, man hat so kurzfristig... Man hat so kurzfristig gedacht einfach. Das ist das Ding. Ich hab das... Man merkt das einfach so, wenn man älter wird. Wenn man ein bisschen reifer in den Kopf drin wird. Und seine Vergangenheit ein bisschen mal so, ne? Da merkt man auch so einiges. Ich habe auch mit 15 angefangen, Stoke. Was hast du denn angefangen zu rauchen? Heroin? Cobra? Ich habe mit 10 angefangen, Gruppen zwar. Du hattest mit 10 auch schon Bart wie ein 16-jähriger Motherfucker. Das Rauchen um die Eltern circa. Kennst du das auch, Mo? West Ice. Holy fuck, man. Mein erster Kippe war ein Lucky Strike. Und mein Standard-Zigaretten war Davidoff Gold. Die Parfüm-Zigaretten. Seit 3 Jahren rauchfrei. Das ist sehr gut. Ich bin jetzt 1 Jahr rauchfrei, stopp mal. Ich hoffe, du behältst das bei, mein Freund. Die Kamel, Mann. Den Scheiß würde ich nicht mal für Geld rauchen. Parisienne, was ist das? Kennt das nicht. Kennt einer diese, wie heißt die, F1-Kippen oder so? Diese Schwangerschaftszigaretten. Irgendwer in meinem Freundeskreis hat die mal geraucht. Ich habe den immer geboxt dafür. Lass es dir schmecken, Opa. Da bist du ja schon wieder. Verfolgst du mir? Nee, ich muss doch auch arbeiten. Ich glaube, du tust nur so. Guck mal, du hebst nur Dreck auf. Nein, nein. Boah, ich war gerade mit Naeli, war ich hinten. Die hat ja einen neuen Job angenommen, ne? Ja, die hat was von Salz erzählt. Ja, boah, die ist aber streng. Die Ausbilderin da. Sehr, sehr streng. Warum? Die hat die ganz doll angemeckert, so von wegen, dass sie keine Qualifikation aufweisen kann, dass sie dann wenigstens Geld da lassen soll und so. Dann hätte die sagen müssen, hier leck mal meine Achse, schmeckt nach Salz. Hat die zu Laeli gesagt, ja. Wenn sie keine Qualifikation von ihrem Ex-Chef gekriegt hat, soll sie wenigstens $1,000 da lassen, sonst dürfte sie da nicht arbeiten. Mein Chef wollte auch $1,000 von mir haben. Oh. Aber der hat mir dafür den schicke Karre da gegeben. Ein Auto hat sie auch bekommen, das ist auch schick. Was hat die für ein Auto? Auch so ein wie wir? So eine Art Van mit hinten, mit so einer Lagefläche. So ein Pickup? Richtig. War schick.
Die hat Haare auf mal zeigen. Wow, wow. Mein Bruder hat auch einen coolen Auto bekommen. Wo arbeitet er denn? Der ist Holzfäller geworden. Holzfäller? Ja, der hebt den erst auf und schnitzt damit kleine Schwerter. Kleine Schwerter? Ja. Was macht er denn mit den kleinen Schwertern? Das verkauft er an den Kindergartenkinder bei uns um den Ecke. Und dann prügeln die sich. Und wenn die den dann in den Pause draußen abstellen, nach den Pause meine ich, wenn die reingehen zum Mittagsschlaf, dann klettert der Kürtis über den Zaun und macht die alle kaputt, damit die neu kaufen müssen. Oh, raviniert. Ja, das ist ein Fuchs. Genau, R1 heißen die. F1 ist Formel 1, mal. Ich hab vergessen, welche Buchstabe das. Schön schlau. Road Handler, holy shit, da kannst du direkt Kautabak kaufen, Mann. Ist der Ausbilder da auch so streng bei Holz? Nee, der ist nicht streng, aber du musst immer kehren da. Okay. Du musst einfach sauber machen. Und Holz macht viel Dreck. Ja. Ganze Späne und so, ne? Genau. Der mit Handschuhen arbeiten und hat er überall Splitter. Nee, da gibt's keinen Spiegel. Das ist ein Holzwerkstatt. Nein, Splitter. Spiegel. Ja, das sind keine Splitter. Das ist Holz. Ja, aber wenn man das doch bearbeitet, dann fallen ab und zu so kleine Späne ab. Ja, Späne, richtig. Also Holzspäne, halt Splitterspäne. Ja, war schon richtig. Ganz verwirrt, ich bin unter Schock. Ey. Mein Gott, war die schlimm. Die arme Naeli. Ich glaube, ich mache da nicht bei denen eine Arbeit. Ey, würde ich wirklich nicht machen. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst jetzt um Naeli. Ah, die wird schon. Die hat, guck dir die Hose an. Wer so viel. So ein Hose-Track, der muss mutig sein. Die Pinguin-Hose ist schon toll. So hoch. Jetzt passt nichts mehr in meine Taschen rein. Wir sehen uns dann gleich wieder unten. Denke ich auch, ja, bis gleich. Bis gleich. Ukulu Noxa, mein Freund, was geht ab? Welchen Karo? Meinst du? Caro ohne Fit, ich kenn Caro. Caro kenn ich nicht. Wegen den 10 Pfennig. War dein Vater Schwabe zufällig? Heißt dein Vater Edel? Lemokusch. Lemon Hase, mein Freund. Schön, dass du da bist. Jump Ali. Pepper Bee hab ich auch nicht gesehen. Durch Kauzi. Holy shit, wo kommen die Leute her? Wo habt ihr euch versteckt? Bitte Lukas. Du hast WoW angefangen. Ich habe auch einmal WoW gespielt. Ganz viel. Aber dann weiß nicht. Das bockt irgendwie nicht. Ich war ein Disziplin, Mann. Ein toter Disziplin. Das ist das Beste. Fucking Jahre. Also aufgehört dann? Ich war in Holland für 2 Wochen. Ich wollte nur an GTA anknüpfen. Haha, du Kleine. Du bist ein Fuchs. Orc-Krieger. Ja, ich hab schon verstanden, wie der angefangen. Ich hab nur, ich glaube, ich hab falsch vorgelesen. Falsch geantwortet. Nee, Mann. Aber heute ist das Beste. Wie das schaue ich mich trotzdem nie wieder, Mann. Beim Saufen, also ein E-Zigarette. Ich hatte mein E-Zigarette, wo die gerade rausgekommen sind.
Also, wo die Notschlange gerade angekommen ist. Hört auf zu rappen, da sagst du was. Ich sag doch, du folgst mir. Weiter geht's. Ich hab doch gesagt, du folgst mir. Scheiß Pandaren, ich hab die gehasst, ich hab die alle verprügelt, das sind Pisser. Und herzlich willkommen in Instream, mein Freund. Klar gibt's Lemon Kush, Lemon Skunk, ich weiß. Machst du dein Fahrzeug denn auch immer schön voll? Nee, ich tu zweimal meine Tasche voll, Mann. Weil dann kann ich den schneller hin und her tauschen. Ich greife dann mit einer Hand den rechts in die Tasche und mit der anderen Hand den linken in den Kofferraum. Das mache ich auch so. Aber ich habe alles voll. Nee, das dauert lang. Nein. Scheiß Arbeiterklasse auf Alternate. Ich steh rum. Halt die Schnauze, Mann. Du willst ja noch leben. Bestes EP gleich im Real Life arbeiten, Feierabend machen, zu Hause am PC gehen und GTA arbeiten. Ja, ne? Irgendwoher musst du schon die Kuh kriegen. Ich würde auch lieber jetzt rumsitzen. Aber ist ja noch keiner da. Kannst du eh nichts machen. Warum stelle ich mein Auto immer daneben? Ich mache immer einen raus und 10 von den verarbeiteten rein und dann wieder einen raus. Während ich verarbeite, tausche ich das dann. Da ist mir zu viel Kopfschmerzen, da muss ich zu viel nachdenken. Ganz schnell. Ich muss dann zu viel nachdenken. Das ist nicht gut für meinen kleinen Kopf. Ich hatte in der Realschule einen in der Klasse, Mesh. Der hat in der 4. Klasse angefangen zu rauchen. Und das ist kein Witz. Der hat wirklich in der 4. Klasse angefangen zu rauchen. Zigaretten, ne? Ich weiß nicht mal, ob der heute noch lebt, Motherfucker. Hätte ich das gemacht? Keine Ahnung, was dann passiert wäre. Es geht allgemein ums Rauchen, wie die Hinter. Heute kiefen wir mit zu. Das einzige, was ich damals mit 13 gefickt habe, waren die Arena-Leiter bei Pokémon. Das ist sehr gut, Nox. Behalte dir das bei, Mann. Bringt das eigentlich mehr
Erfahrungspunkte, je mehr ich verarbeite, oder was bringt den Erfahrungspunkt? Weiß ich, dass wenn ich jetzt mein Auto nicht immer voll mache. Du kannst auf eine Wiese einen einzigen Baum stellen. Guck dir das an. Einen Baum auf eine 1 Hektar Meter große Quadrat, Dings da, große Wiese, Mann. Ich treffe den. Ne, was würde ich sagen? Genau, wenn ich mein Auto voll mache, kriege ich dann schneller den Level ab. Verkaufen bringt der Fall. Ja, da muss ich also mein Auto immer voll machen, ne? Alles wirft keine Fang, Mann. Der ist gut. Wenn du im Kindergarten dreimal sie zu rappst, kannst du auch in der 4. Klasse mit dem Rauchen anfangen. 6. Klasse, Mann, die härtesten 3 Jahre meines Lebens. Ja, das ist wahr. Rauchen geht immer weiter zurück. Das ist auch gut so. Wie ist das bei dir? Oh. Ja, das kommt ja aus Tschechien viel, ne? Kleiderhaken, mein Freund. Was geht ab? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Stream, du hübsche Schande. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Freitagmorgen. Wie alle anderen auch. Beziehungsweise der Großteil hier. Wie viel Money bringt das pro Fahrt? So wie ich fahre mit den 2 Taschen, bringt das 440 Dollar. Das 2 Taschen-System. Nur nach Pokémon, dann war der Akku leer und musstest alles neu machen, weil du vergessen hast zu spielen. Erinnere mich bloß nicht daran. Ich kenne nicht eine Person, die sowas macht. Du hast mit dem Prepper. Ich habe das überlesen. Ich habe auch gern mal eine geraucht, aber seit ich in der Zigarettenherstellung arbeite, bäh. Bist du echt? Bist du in der Fabrik oder sowas? Und ich bekomme noch 4 Stangen. Guck mal, wie schlau die sind, ne? Du arbeitest für die, du kriegst Gehalt, die schenken dir Zigaretten, damit du früher stirbst und die dir keine Abfindung oder so zahlen müssen. Die bringen dich einfach um, Mann. Bester Chef. Der weiß, wie Mama nie macht. El Almani. Nee, heute ist Salz lecken, cool, Mo. Deswegen bist du auch so ein scheiß salziger Pizza. Ja, in dem frühen Alter sollte man nicht kiffen, das ist wichtig bei der Lick. Heroin ist auch nicht mehr so in. Krokodil regelt. Krokodil? Das war, dass du deine Haut so kaputt gewischt, ne, wo du so faul wirst. Und du kratzt dich selber, was war das nochmal? Du fällst immer da, wo du hinguckst. Also schau nicht zu dem Baum, dann fällst du auch nicht dagegen. Da könnte was dran sein. Guck mal, weißt du, wie das früher war, Bacardi, Mann? Früher bist du mit 2 Mark, okay, sagen wir nicht 2 Mark, 5 Mark, bist du in den fucking Büchchen reingegangen, Mann. Kommst raus mit deinem Tüte Lakritz, 2 Mickey Mouse Hefden, ein Überraschungsei und ein paar Center Shock. Und heute überall Überwachungskameras. Was soll der Scheiß, Mann? Talk der Piss über was. Ist das dein Ernst? Tsubasa is back. Wie meinst du das? Ja, man, den Ypsef. Der kleine Hacker kannte den schon, der Pizza. Der ist gut, der Witz, ne? Alkohol ist mit, ne, nicht die schlimmste Droge, aber mit die schlimmste Droge. Ja, das ist wichtig. Es gibt viel schlimmeres Zeug, Mann. Holy fuck, Mann.
Wenn du Alkohol trinkst, hast du nicht das Bedürfnis, irgendwem anders das Gesicht abzufressen oder so. Gar nicht schön. Oder so ein Röntgenbrille, was gar nicht funktioniert hat, Mann, wo du angeblich Knochen siehst. Also ein Scheiß. Mini-Tresor für Kleingeld, den du aufknacken konntest einfach. Musstest du nur festziehen, war der Ofen. Aber du hast ein Zahlenschloss dabei. Was geht ab, Shred, Mann? Und guten Morgen, Valhalla. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Freitagmorgen. Da muss ich mal hupen. Ich will sauer, wenn das hier so anfängt zu ruckeln. Das ist ja ekelhaft, Mann. Scheiße, scheiße, scheiße. Die harmloseste Droge sind ja Schwumms. Weiß nicht. Der harmloseste Droge für mich sind Zinni-Minis. Davon wirst du nur fett und kriegst Diabetes. Barzinga, was geht ab, mein Freund? Schön, dass du da bist. Wie war dein Tag, mein Freund? Ich habe mal einen Bericht gesehen über diese Kräuterscheiße. Ich muss sagen, wenn du eine Zugserscheinung hast, wie auf Meth und Speed gleichzeitig, ist schon Mist. Oh ja. Ich muss den System machen, den die eine da macht. Warte, wie hat der Rogue das gemacht? Hier, ne? Trottel, Mann. Hätte nicht aufgepasst. Wurde von den Tyrese abgelenkt. Bist du von den Feuersteins? Was? Ob du von den Feuersteins bist? Nein. Weil du gerade mit deinen Füßen gebremst hast. Okay, nein, bin ich nicht. Na gut, ich dachte, du kannst mir sagen, wo ich den Fred finde. Nee, der weiß ich nicht, wo der ist, der Fred. Aber wenn ich den finde, sag ich dir Bescheid. Der sagt, der soll die Drug King anrufen, okay? Okay, sag ich Bescheid. Dankeschön. Bitte. Ich hab mal meine Bewerbung rausgehauen, nur eins macht mir Angst. Alle Bewerbungen über und unter mir haben schon 6 Aufrufe, meine nur 2. Ist das gut oder schlecht? Da brauchst du dir gar nicht so viel Gedanken drum machen. Das hat gar nichts zu heißen. Soweit ich weiß. Und ich kaufe mal ein paar Chips jetzt. Auch mal ausprobieren, wie die Chips schmecken hier. Schmecken wie Hamburger. Wer hätte das gedacht? KS Kings, Bruder. Wie geht's dir, mein Freund? Also einen schönen Freitagvormittag. Genau, wie der Sing sagt, das heißt nichts. Oh. Hast du gesehen, das ist mein Führerschein. Meiner, nicht deiner. Aktuell kann sich doch niemand ein Auto holen, der das 900er Auto in der Garage hat. Ich glaube, du hast recht. Nee, ich habe 2 in der Garage. Ich habe den 900er und ich habe den von meinem Job. Das sind schon 2 Autos. Jess geht, mein Freund, was geht ab? Aber was soll das heißen? Soll das Cocktail heißen? Oder? Mit deinem Kuh? Cocktail. Das Problem ist, wenn ich so sitze, sitze ich verdammt gemütlich, aber ich muss mich voll verrenken, damit ich an dem Mikrofon rankomme. Hallo? Dann sitze ich so. Oh, fuck! Okay, das war nicht der Radio, das war der Autotüre. Das passiert, wenn man sich zum Mikrofon dreht und auf den Aussteigerknopf kommt.
Boah, das glaube ich dir, dass du keine Lust hast. Ich hätte jetzt auch keine Lust mehr, aber ich zu. Alles bestens und die Sonne scheint. Das hört sich sehr schön an, mein Freund. Das ist korrekt. Ah, ich habe deinen Namen durchschaut, mein Freund. Ich bin Detektiv Conan. Namens Conan in Dugawa. Super entspannte 17 erstmal rausspringen. Du sagst es. Ich bin mal viel mehr gespannt, wo man den Supersportwagen überhaupt herbekommt. Und wie man da dran kommt. Genau, ich wollte Stuntman werden. Skripto hat's erfasst. Du hast mich durchschaut, Skripto. Ich wollte das verheimlichen. Ich glaube, das war mit X, ne? Guck. Kann man immer noch. Cocktail, Schwanz. Nee, Cock heißt Hahn. Das ist ein Hahnschwanz. Aber letzte Schicht für die Woche. Hast du dann Urlaub? Oder jetzt Wochenende nur? Bei uns ist auch ein bisschen bewölkt, aber ansonsten alles gut. Wenn ich das so richtig sehen kann. Ich habe den Jalousien runter. Ah, kein Bock auf Blicke. Ist das Auto langsam geworden? Bite Cruncher, ja. Oder was meinst du für Händler? Meinst du Autohändler? Also es gibt hier schon, guck, da ist eine, hier unten ist irgendwo eine da und da oben ist eine. Ich glaube, der Rest kommt dann über RP-Leute. Wie mal einkaufen. Ja, viel Spaß dabei, Revus. Schön, dass du da warst, mein Freund. Schön, dass du so Hallo gesagt hast. Nee, ich habe ein Fledermaus vor den Fenstern. Letzten Monat oder vor ein paar Wochen sind bei drei Leuten Fledermaus reingeflogen. Ich habe jetzt Angst, dass er bei mir auch reinkommt. Oh, den armen kleinen Pflanzen. Alles klar, Drish. Viel Spaß dabei. Schön, dass du da warst, mein Freund. Einen schönen Freitag wünsche ich noch, falls wir uns nicht mehr sehen. Ne, mit Vogel komme ich klar, Sings. Das Ding ist, meine Oma hatte früher mal, wo ich kleiner war, hatte die mal einen Papagei. Und der ist frei in der Wohnung rumgeflogen. Deswegen, ich habe keine Angst vor Vogels. Oder wenn die so um mich rumfliegen. Aber ich hasse das mit Fledermäuse, Mann. Ne, ich bin noch nicht Hutmillionär, Bruder. Ich will erstmal Cannabis machen, dann werde ich Schulmillionär machen. Der weiß das nicht, der Chef, lass ich sein.
Das liegt an den Amerikanern selber, Psydelic. Die dürfen im Fernsehen zum Beispiel auch nicht fuck und so sagen. Das ist shit. Das dürfen die nicht. In Deutschland darfst du im Fernsehen alles sagen. Holy shit, Mann. Liegt sie, Mann. Vielen, vielen lieben Dank für dein Spende in den 10-Minuten, Carsten. Du hast sie vor Life also geschrieben, ne? Du musst gleich Wolfs haben. Ich hab das zu spät gesehen. Holy shit. Ich muss aktualisieren. Kleinen Moment. Rush Sweet for Life, ja. Vielen, vielen lieben Dank. Ich farm gerade Kota, also Thema, ich, damit ich irgendwann mal Runner machen kann, wenn der Chef mir sein Werkzeug auslacht. Ja, mir tut schon der Rücken weh, vom ganzen Bücken, Mann. Pause, der Chef kann nicht fahren. Ja, ich fahr gleich einfach nach Hause, mein Nickerchef. Du hast mir das so bei Whisper geschickt, okay, jetzt sehe ich das ja super. Ich mach das gleich schon, wenn das Lied vorbei ist. Dann geht's noch ein bisschen. Tschüss. Ah, warte kurz. So. Ich sag nur, Curtis wird bevorzugt. Wann bekomme ich mein Auto aus? Wo ist meine Tauchschule? Naja, Bruder. Die Leute vergessen auch zum Beispiel, dass wir über 2 Monate auf fucking grüne T-Shirts gewartet haben. Grüne fucking T-Shirts. Wie, du fährst mir wieder hinterher. Warum soll ich denn grüne Kleidung jetzt immer anziehen? Ich bin ja noch kein Gangman. Ich habe die grünen Sachen angezogen, um mich erstmal zu zeigen. Und ich glaube, wir müssen das noch nicht tragen. Ich bin back to the roots gegangen ein bisschen mit dem Oberteil und so. Oh, holy shit, ich habe auf euch geguckt. Okay, Hupe geht noch, wir können weiterfahren. Aha, Moritz meint das alleine. Aber weißt du, wie lange das her ist? Und du kannst mir nicht erzählen, dass man 2 Monate braucht, um 3 T-Shirts einzufügen, Motherfucker. 3 fucking T-Shirts. Ich muss näher dran fahren eigentlich. Was geht ab? Kampfwaffe, Mann. Schön, dich zu sehen. Warte, ich muss den Lied von Opern meinen. Der Lied ist ausgegangen. Ich habe kein Autoplay mehr an. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Tschüss. So. Dein Lied kommt jetzt super. Ba-ba-da-ba-ba-ba. Eine Farbe. Go from reinlegen, Grümelte 10. Go from rausholen, Grümelte, nein. Böse Grümelte. Bisschen rausholen, Kräuter 1. Ich mach das jetzt fertig, Mann. Mir ist was total Dummes passiert, erzähl ich nachher. Oder wer weiß. Ne, wir wissen den doch, kein Sorge.
Und das, was Prepper sagt, stimmt auch. Wir haben den Hilfe angeboten, der wollte das nicht. Kann ich aber auch irgendwo verstehen, ne? Einerseits versteht man das, einerseits sagt man sich, lass sie doch helfen, Mann. Ne? Aber das ist alte Kamele. Mir ist auch egal, was da passiert ist. Positive Vibes, ja. Nur den... Opa! Ich sag doch, du musst am Alter sein. Ich hab gesagt, du sollst mir nicht hinterherfahren. Was soll ich denn machen? Ich muss doch auch arbeiten. Langsam wird es böse. Na gut, ausnahmsweise, weil ich weiß, wie weh das tut, wenn er schlägt. Mercurius, holy shit, der Nigger ist gut. Das sieht man euch gleich an. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Vorschlag, mein Freund. Brizzle für Opa, ja man. Aber der kriegt gar nichts davon ab. Ich hab das alles verpasst mit Kaube, weil ich war auf den Arbeit. Blablabla. Und kurz abgelenkt. I'm sorry, aber ich will das schnell machen. Kein Lust hier 100 Jahre das zu machen. Bin sofort für euch da wieder, mein Freund. Opa, du Troll. Danke, danke. Ich höre das momentan durchgehen, weil so angenehm. Ja, Mann. Apropos, so angenehm. Mercurius Gondai. Holy shit, das sieht es gut. Sehr, sehr, sehr guter Vorschlag. 10 Punkte für dich, mein Freund. Schön, dass dir die Musik gefällt, Sims. Ich bleib auch meiner Musiklinie treu, Mann. Hier wird es keinen Charts oder so einen Scheiß geben, Mann. Oder Electropop, Music, Techno, Rap, Full Metal, Death. Schlag mich tot, Motherfucker. Hier gibt's nur das, was mir gefällt, Mann. Und ich hoffe, dass das den Leuten dann auch schmeckt. Method Man, Talk Dirty. Das war doch eben auch drin, ne? Das ist auf jeden Fall in meiner Playlist. Oh, was gab's denn für Sandwiches? Mob Deep, man. Mob Deep. Mit Drugkippen auch ein Strap oder ausschließlich oldschoolige Sachen. Ich höre auch zum Beispiel ein bisschen deutsche Rapper.
tue alles ein bisschen, aber hauptsächlich wirklich aus Oldschool. Meistens. Irgendwas von Britney. Ich mag zum Beispiel auch französischen Rap. Soll ich davon mal was anmachen, aber das ist eine ganz andere Richtung als das, was ich sonst höre, ne? Aha, lief auf jeden Fall, das lief ein paar Mal. Und ich meine, dass das andere auch lief. Bin mir aber nicht sicher. Irgendwie seit dem YouTube-Update spinnt das auch mit den Zufallswerten. Wenn ich von Deutschrap zum Beispiel höre. Fertig. Alles klar. Ich bin jetzt auch fertig. Danach geh erstmal einen Kaffee trinken, jetzt hab ich keine Lust mehr, ich mach Pause. Wie trinkst du deinen Kaffee? Süß und blond. Aber du bist nicht süß und blond. Nein, aber ich trinke ihn süß und blond. So. Tschüss. Bis dann. Schön, Buba, wen hörst du da, Rocky? Ich mach das gleich an, meine Frau. Okay, so das raus, okay? So. Vielleicht gibt es den Franzosen auch zum Hören. Also, ich wollte sagen, Chimaide höre ich zum Beispiel, Megalo höre ich gerne, ich höre gerne Cashmo, ich höre gerne die alten Sachen von Kollega höre ich gerne. Holy shit, ich höre noch ein paar mehr, aber ich habe gerade ein totales Ding. Sehr gut, Rocky. Ich bin überhaupt kein Multitasking-Mensch. Treadman, ja, Mann. Holy shit, weißt du, wann ich Treadman schon gehört habe? Kennst du das Lied von dem Hand ab? Da habe ich Treadman schon gehört, Alter. Was? Kennst du Apprentice Age? Nee. Oder Apprentice Age? Was sagt? Hä? Nee, das sagt mir nichts. Ich höre Kapital, bra. Kapital habe ich früher gehört, Mann. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ich feiere sein Zeug nicht mehr so hart. Der hat was Eigenes, aber tönt nicht mehr. Ja, ich hoffe auch, dass ihr auf BG Dragon kommt. HBO, Mann. Schön, dass du da bist, mein Freund. Nemo, ja, bisschen. Nicht alles, bisschen. Ich mag das meistens nicht Künstler, sondern liedabhängig, was ich höre. Nemo, UFO, holy shit, UFO geht mal gar nicht. Und Hafti geht auch gar nicht. UFO kann doch nicht rappen, der heult nur rum, Mann. DCV DNS ist sick. HKS ist auch mega. Obwohl das ganz neue Lied war nie so knolle. So, meine Freunde, jetzt zeige ich euch, was ich auf Französisch höre. Der Anfang dauert ein bisschen. Ja, Mann. Toutes les nuits, je perds sommeil, perdu dans le coma. Le démon à l'oreille, bang bang, quand c'est trop tard. Pourquoi j'ai fait tout ça? Trop de fierté. Kennt das jemand? Pourquoi j'ai fait tout ça? Je monte pas mes gémons. Le chétain se trouve dans ta ville. L'enfer ou le paradis se trouve à des points. J'ai tout vu, la vie va tellement vite. Faut que la misère, non, je regretterai pas. Viens dans les poches pour ça qu'elle est partie. Le cœur noir, faut que l'amour est, mais je peux pas. Tu doutes de tout mon trop quand on la mise. La vie est dure, t'es mal comme moi, je suis gueulin. Les types déterminés, en bas des boîtes, le taf c'est que des tailles. Ils nous exposent que des déterminés. C'est tant que notre train de vie déraille. Au loin, quelle hypocrisie par milieu. Y'a que ma mère ou mon père que j'étale. Wie sieht man, der wird zum ganz alten Eisen. So, Sova, warst du noch kein Follower, mein Freund? Holy shit. Dann vielen Dank, Mann. Au, 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 au. Night Lovel, klar, Mann. Holy shit, klar kenn ich Night Lovel.
démons à l'oreille. Bang bang, on c'est trop tard. Pourquoi j'ai fait tout ça? Trop de fierté des mains. Lucianus fährt mal zu. Ah, bisschen. Ein paar Lieder ja, ein paar Lieder nein. Das nicht spielen, ey, Mann. Ja, das Auto ist cool, ne? Das gibt's zu den Job dazu. Was hältst du von Casey Rebel? Was halte ich von Casey Rebel? Wie sag ich das am besten? Ich halte von Casey Rebel gar nichts. Ich habe einen passenden Vergleich gefunden, aber ich finde keinen Vergleich dafür. Ja, das ist MRC. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. MRC. Na gut, Sokic. Jagen die Mio, ja man. Der wackelt immer mit dem Kopf, der Luciano. Was halte ich von Casey Rebel? Abstand. Okay, Sulzdorfer hat es getroffen. Das ist der perfekte. Dukaten. Sowas gibt's nicht, Mann. Hier gibt's doch keine Steine zum Schmeißen. Ihr Priest hat mich mit Stein abgeworfen. Ich komme nie wieder zu euch. Das sind wir getan. Cashmo. Holy shit, der macht den Oldschool. Cashmo. Jetzt muss ich das einmal. Cashmo. Leben, Mann. Holy shit, Cashmo, super. Für den Sub-Button muss ich erstmal Zeit finden zum Streamen, mein Freund, regelmäßig. Kann ich einfach sagen, yo, Twitch, rück mal raus, Mann. Mama, ein bisschen lauter das. Also, was ist Leben für mich? Alles. Der Fame macht überheblich. G. Holy shit, dieses Lied. Mies. Medizin ist täglich. Ui, Digga, mich zu reden ist vergeblich. Der Body bastelt epic. Beats. Arafat bekommt 10%. Lebensstil ist late night. Street. Captain Peng, was ist das denn? Dem Ghetto rausschaffen, bekannt werden. Auf Straßen den Namen haben, Respekt, Schiene. Erste Scheine, Geld machen mit Packs, Wiese. Im Golf, wir machen das selber. Stechen und Schloss knacken mit 12 Jahren. Ort checken, Blockkasse. Erster Bruch, einsteigen und Plus machen. Immer Hase, Packet Weiße auf Brusttasche. Oh, Hayes und Kalin, holy shit, man. Das sind gute Rapper, yo. Ein Fable für Ringe, Ketten und Schusswaffen. Dauernd auf Bus warten im Scheißregen. Umse, sag mir gar nichts. Wer ist das? Was geht ab, Victory, mein Freund? Hukulu. Mein Handel wäre nicht richtig, wer weiß. Denn heute bin ich oben und der Benz ist weiß. Megalon, yo, man. Doch ist sie theoretisch mies. Medizin ist täglich. Ui, Digga, mich zu reden ist vergesslich. Holy shit, immer wenn ich hier bin, merkt ihr das? Seiner Tapes bleibt. Chino und Abdi, holy shit. Jetzt übertreibt der aber ein bisschen, man. Ukulu heißt Hallo, mein Freund. Weissel? Nein, Weissel höre ich auch nicht. Ich höre sowas nicht, man. So diese Arslak Baba Maba Scheiße. Ich höre mir das manchmal an und lache mich drüber kaputt, weil sie für ein Film leben. Die tun so, als wenn du aus Brooklyn. Sie ist echt eben für die Gans. Bullets in der Wand, Bullen penetrant in der Hand, Pulle für den Brand, Whisky immer dran. Wenn alles wieder schief läuft, auf Repeat. Kleine Kinder ohne Spielzeug, Patte mies. Krasser Beat, wie mein Herz schlägt für den Bass. Ne Jungs, die das hier ernst nehmen, fühlen das. Vergangen, dass ich Packs push, Brudi, ich hab Frieden, denn ich wusste, dass SSEO, klar, mein Bonner Rap. Kennst du seinen Kumpel Obatscher? Der ist voll behindert, Mann. Ich hab SSEO mal getroffen. Beats. Remitting.
Was ist Savage, falls du es schon gesagt hast, habe ich wohl nicht aufgepasst. Savage ist gut, Mann. Savage ist Killer. Aber sein neuestes Lied, was er da gemacht hat, das ist nicht so gut. Das ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Mega los, seid echt Kid. Der hat fast den Roll gemacht gerade, habt ihr gesehen? Das war eine Sekunde nicht aufgepasst. Lucky Lock, Nase weiß. Das höre ich mir vorher an, bevor ich das einmal. Echo Fresh? Echo Fresh support ich, weil das aus meiner Stadt kommt, Bruder. So macht man das. Ich feiere zum Beispiel, warum hat keiner von euch Shima Eda gesagt? Was seid ihr für Menschen? Shima Eda. Warum hört das keiner? Hört euch mal ein bisschen Shima an. Der Motherfucker ist krank. Kennt ihr den? Wer kennt Shima Eda, Motherfucker? Jetzt will ich die richtigen Freunde hier sehen. Aber Savage, weißt du was? Curtis hat das letztes nochmal gesagt. Savage klingt immer gleich. Immer. Sie zweifeln, dass wir schaffen haben, die Träume immer weiter umgesetzt. Immer weiter umgesetzt. Sie dachten, das falsche Lachen und die gekreuzten Finger bleiben unentdeckt. Der Platz an der Sonne ist gedeckt und das Ehrenwort. The one and only kennt den Mann. Und denken, sie bekommen eine Teleportation in den Kreis, Digga. Nein. Vergessen die Zeit vor der Wende. Ich weiß, es interessierte keinen. Jetzt tut es ihnen leid und sie hängen sich ans Bein, um sich mit mir zu schleifen. Sie wollen ein Teil, wo sie einst einmal meinten, ich hoffe, sie scheitern. Bleib trotzdem noch cool, weil Gott sorgt für Gute und richtet die Falschen. Immer ist unnormal gut, Mann. Nee, ist das eine Schwäche. Und jeder weiß, dass du das bist und dein Ich auf Gesetz ist. Weil nichts an dir echt ist, bekommst du erst recht nicht eine Liste für Gäste berechnet. Wuss und Hoden, holy shit, die sind mega gut. Aber ich feier nur ganz wenige Lieder von denen. Aber die richtig. Nicht so schwul zum Beispiel. Oder Pornofilmkäse, Mann. Mann. 187, die haben auch ein bisschen Musik revolutioniert. Guck mal, jeder macht jetzt auf Gang. Oder Klick oder was auch immer. Da hab ich letztens noch mit einem Freund drüber gesprochen. Jedes scheiß Musiklabel macht jetzt auf Gang und deswegen hat dort ein Kollege zum Beispiel, hat er diesen Alpha Imperium aufgemacht. Was hältst du von Eminem? Holy shit, was ist das für eine Frage, Mann? Eminem ist krank. Der Typ spittet einfach Freestyle durch, du kannst das aufnehmen und verkaufen als ganzes Album. Die da, als ich lag, an Tagen, wo kam er mich strafte für Taten, verkatert am Abend mit Garten. 187 hat schon gute Lieder, so ist so, war, ne? Also so ist das nicht. Vor allen Dingen das, was sie mit Rough Carora machen und was alles in diese Dancehall-Richtung geht. Man. Marvin Game finde ich auch in Ordnung, ja? Der ist nicht so schlecht. Morgen ist Oktoberfest schon. Dass ich Bones mit Rough Camora zusammengetan habe, war einer der besten Business Moves. Nate 57, der ist gesegnet wurde. Unterdeck, Untergrund Rap. Muss sehen. Navi mein, kennst du doch. Ich fahr nur mit Navigationgerät. Also wir brauchen erstmal ein Lied. Du bist ruhig, keine Werbung hier. Kennt ihr den Lied? Den finde ich richtig gut. Wenn du den hören willst, geh auf Jeff's Playlist. Mama Afrika, ich steh gerade dafür wie Shaka Zulu. Ich mach mein Ding, wenn ich rap
Rappers EP, Mann. Ich weiß nicht genau, wodurch man Dancehall definiert. Ich weiß nur, dass das als Dancehall zählt, was sie gemacht haben. Oder zur Kategorie Dancehall gehört. Ich habe mich dann nicht mit auseinandergesetzt. Bikumi Tumaka. Afro-Rap. Da hat jemand ein bisschen mehr Ahnung als ich, der Mucci. Was geht ab, Ben, mein Freund? Boah, meine Fresse, gib mir das auf die Eier hier. Arschloch, Mann, das hör auf, das nun so. Holy shit, Mann. Was ist da los mit meinem Ghost? Ich feier davon das Lied Solala. Das Lied habe ich so oft gehört. Ja, mein Freund. Hi, wo bin ich hier? Ich bin gestern, oder ich bin heute Morgen im Flugzeug wach geworden. Ja. Und ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich hier bin. Ich glaube, ich war gestern Abend mit ein paar Freunden raus saufen. Und dann bin ich heute im Flugzeug wach geworden und bin hier am Flughafen gelandet. Wo bin ich hier? Du bist hier ganz genau auf dem Parkplatz von den Megamall da drüben. Siehst du das? Großes Gebäude? Ja. Ja, mm, ja. Das ist der Parkplatz davor. Aber die haben okay. Noch geschlossen. Ja. Davor ist die Tankstelle von den Grove Street. Ja, da habe ich gerade schon versucht, den Tankstellenwart nach irgendwie zu fragen, aber der hat mir gekommen. Ja, der macht nur Gebärdensprache und das nur mit Leuten, die der kennt. Ah, okay, schade. Und da drüben, da hinten, ganz hinten, gegenüber von der Grove Street. Ja. Da wohnen Idioten, da würde ich nicht reingehen. Okay. Wenn du in diese Richtung gehst, dann kommst du Richtung Innenstadt, wo der Polizeirevier ist. Okay. Und da gibt es auch zum Beispiel eine Frau, die würde dir einen Job geben. Cool. Zum Beispiel könntest du da Pizza ausliefern auf einen Roller. Ja. Wenn dir das aber zu langweilig ist. Und du sagst, du willst lieber was für den Umwelt tun, da musst du ungefähr in diese Richtung der Stadt laufen. Ja. Da gibt's eine Zeitung, Weasel News heißt das. Ja. Die schenken dir ein Fahrrad und dann kannst du damit Zeitung fahren. Okay. Wenn du ein bisschen also, Geld gesammelt hast, dann würde ich mal bei der Polizei vorbeigucken, ja. Dass du da einen Führerschein bekommst. Ja. Wenn du den bestehst, kannst du sogar Pakete ausliefern mit deinem Auto. Okay, cool. Mhm. Ja, okay, dann gucke ich mal, ob ich irgendwie da Richtung Innenstadt was finde. Soll ich dich mal dahin fahren in die Nähe? Ey, das wäre super cool von dir. Ja, können wir machen, aber ich muss den Auto wegtun, weil das ist mein Arbeitsauto. Okay. Komm, die sofort hier abholen, mein Freund. Alles klar, danke dir. Was geht ab, Tarnat, Mann? Ja, Mann, für so, keine Ahnung, Weißhemden doch immer. Wäre auch dankbar, wenn mir einer helfen würde dann. Danke, Mann, super cool von dir. Aber nichts anfassen hier, der ist nagelneu, der Auto. Nein. Okay. Also ich kann dir ein bisschen auch den Gegend zeigen, so. Hier wurde ich mal verprügelt. Da okay. War ich 6 Jahre alt, da wollte ich mein Flumi nicht teilen mit den Curtis. Ah, ja, soll er sich seinen eigenen Flumi besorgen? Hab ich den auch gesagt und dann hat er mich geschlagen. Oh, Mann. Hier vorne ist ein Discounter auf der linken Seite, guck mal. Ja. Der Discount-Store da hinten. Da kannst du günstige Kleidung kaufen nachher, wenn du möchtest. Geil. Ja, dieses T-Shirt ist echt ein bisschen durchgeschwitzt. Ja, du hast so ein bisschen kurz oder so von der Party da, Mann. Ja, ich hoffe, es ist nur kurze. Das hoffe ich für dich auch, Mann. Denk, du hast nichts am Finger weg, hab ich gesagt, ja, Mann. Ja, Entschuldigung.
Das Auto eines Mannes ist ein Heiligtum. Entschuldigung. Genau so sieht's aus und nicht anders. Ups. So hoch. Das wäre die Pizzeria. Ja. Wo die dir den Roller leihen würden. Okay, cool. Dann versuche ich mal mein Glück. Vielleicht nimmt die mich ja. Ja, ich denke mal schon. Die suchen auf jeden Fall fleißig Leute. Alles Weil klar. Weil du es noch nicht weißt, ne? Ja. Du musst aufpassen. Hier gibt's okay. Abschleppfirmen, die sind ganz, ganz, ganz gemein. Sobald du von den Roller runtergehst, ne? Ja. Schleppen die das ab und dann sagen die deinem Chef Bescheid und dann schmeißt er dich raus. Dann musst du zu Fuß zurechtkommen. Okay. Ist ja echt hart. Genau. Also immer gucken, dass du schön brav drauf sitzen bleibst. Okay, alles klar. Danke, Mann. Ich wünsche dir viel Spaß, mein Freund. Jo, danke. Gleichfalls. Bis dann. Ciao. Was geht ab, Limbo dahinter? Also einen schönen Freitag. Nee, ihr seid der Knaller, Motherfuckers. Ich bin nur Knaller im Kopf drin. Bin bescheuert. Oh ja, bekomm ich Humaka. Dafür bekommst du Liebe. Dann zeig mal. Ich sehe kein Liebe. Du bist ein Lugner. Lugenkind. Ah, da ist die wahre Liebe. Meine wahre Liebe, Johnny Truloff. Was geht ab, Bruder? Wie geht's deinen Hand, Mann? Also alles gut überstanden. Holy shit, ist gar nichts mehr sehen. Vielen liebe Dank, meine Freunde. Und da ihr gerade alle so im Liebesfieber seid, ist das der perfekte Zeitpunkt, mit euch nach Hause zu gehen, zu mir nach Hause, ganz alleine. Und dann, wenn wir bei der Haustür angekommen sind, gehe ich rein und lasse euch draußen stehen und schicke euch woanders in die Pizza. Ich teile mein Bett nicht. Seid ihr alle drauf reingefallen? Habt ihr euch gefreut, ne? Ne. Gibt's nicht sowas. Nee, gar nichts kriegt ihr. Ich lass euch draußen, Mann. Hör dir den Track. Hast du mir den. Ey, Jesskid, Mann, schick mir den mal bitte als Whisper. Schau mir den jetzt gleich an. Geh nur schnell nach Hause. Wir brauchen keine Musik mehr, Sings. Wir haben jetzt 11:45. Wir machen jetzt den Stream aus. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen, ein kleines Nickerchen machen, sonst bin ich heute Abend platt, Mann. Und dann geht's heute Abend richtig rund in der Grove Street. Ah. Schön, dass ihr alle da wart, Mann. Und das an einem Freitag fucking Vormittag. Ah, ja, du kommst, ich geh auf. Hab ich extra gemacht, Limbo Dancer. Als du gekommen bist, hatte ich irgendwie keine Lust mehr zu streamen. Geh jetzt, ich hab keinen Bock. Gibt's irgendwas, wo wir den rausschmeißen können, den Liebe? Gucken wir mal in den Verzeichnis von GTA. Oh, ich hab zu viel Tabs offen, das ist ein bisschen scheiße. Und ihr seht jetzt, mach mal den GTA-Bild aus, meine Freunde, weil sonst sieht das doof aus. Da sind wir. Wir können den Lieben reinschmeißen zu Raoul. Ich meine, ihr geht sowieso dahin, wo ihr Lust habt. Der Tyrone, Mann. Holy shit, der Tyrone. Ich hab den noch nie Liebe geschmissen. Der hat das verdient. Was seid ihr davon, hä? Geben wir dem Tyrone mal richtig viel Schande. Das auch immer verdient. Nayeli und Raoul haben schon mal bekommen, aber Tyrone hat es noch nie gehabt. Also meine Freunde, ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Lass den Liebe da, schmeiß den zu mir, Schande. Den kleinen Pizza, soll den Duplo lutschen gehen. Und zeig dir mal, was die Kuschgänge ist. Mach den mal richtig am Arsch. Mach den richtig kaputt, Freitagmorgen Abriss, meine Freunde.
Auf geht's. Euer Rocky. Kussi. Also,